Ja, einen wunderschönen guten Morgen hier aus Leichlingen. Ich befinde mich zurzeit jetzt auf dem Obstweg. Der Weg gehört zu den Bergischen Streifzügen. Der hat die Nummer 4 jetzt. Ja, und heute mache ich mal den Obstweg. Der ist 5,9 Kilometer lang. Ja, auf geht's, würde ich sagen. Ja, der Weg hier hat eine knackige Steigung am Anfang schon. Ja, hallo. Oh, der Weg hier ziemlich ausgespült vom Unwetter von letzter Woche. Aber oh, geht noch. Hier wieder eine Kuh. Hallo. Hallo. Guck mal. Ja. Du bist eine Feinde, ne? Diese Schilder hat man an jedem Obstweg. Das ist in Leverkusen genauso. Da war ich ja auch schon auf dem Obstweg. Und das ist im Prinzip haargenau dasselbe, nur eine andere Umgebung. Viele Obstbäume. Aber echt nett hier. Schön ruhig vor allen Dingen. Nicht so wie bei uns in Leverkusen der Obstweg. Ja, letztes Wochenende, da hatte ich ja dann auch die Kanutour geplant. Leider ist die sprichwörtlich ins Wasser gefallen. Durch den Regen, starken Regen am Mittwoch und Donnerstag. Ja, und danach waren dann erstmal Aufräumarbeiten im Gange. Ich musste dann ein paar Freunden helfen. Ja, und somit habe ich das Ganze jetzt verschoben. Ich werde das nochmal nachholen. Ich denke mal, die Tage, wenn das schöner ist, irgendein Wochenende. Und dann nochmal mit dem Kumpel zusammen auf den Rhein. Und dann geht es dann Richtung von Leverkusen. Ich wollte dann von Neuwied bis nach Bonn-Mehlem. Genau, die Tour hatte ich noch nicht. Und ja, wenn es schöner ist halt, dann wird das nochmal ins Auge gefasst. Ja, der Test für meinen Anhänger, für den Eckler Beach Rolli als Fahrradanhänger, das steht auch noch an. Da haben auch einige drauf gewartet. Ja, wird alles mit der Zeit passieren. Ist nur schwierig im Moment jetzt, weil ich auch nicht so viel Zeit habe. Ich meine, ich gehe ja auch noch arbeiten. Aber ich versuche halt immer ein paar Videos rauszubringen, wenn es geht. Na? Also nicht wundern, wenn mal 2 Wochen nichts kommt. Das wird auf jeden Fall alles noch gemacht. Hallo. Na. Na, du Kleine. Das werden wohl so alte Angelteiche gewesen sein. Oder so Forellenteiche. Aber da läuft schon lange nichts mehr, glaube ich.
Ja, das ganze Video ist übrigens ein Testvideo. Ich nehme das alles ohne Selfie-Stick auf, mit einer anderen Kamera, mit der Insta 360 Go 2. Ja, und schau mal, ob man damit so einen Filmtag verbringen kann. Mehr oder weniger. Könnt ihr euch ja die Ergebnisse dann später im Video angucken. Bin ich noch fast auf die Fresse geflogen. Naja. Ausblick hier ist echt herrlich. Schaut euch das mal an. Aussicht hat man hier über Köln, Leverkusen, über Leichlingen, die Kraftwerke sieht man hinten. Also ist der Wahnsinn. Also bei richtig gutem Wetter, wenn das klar ist, ich glaube, da sieht man noch mehr. Echt toll. Das gefällt mir gut. Ja, mit der tollen Aussicht hier möchte ich mich von euch auch verabschieden. Die Tour habe ich mal wieder mit Komoot aufgenommen. Könnt ihr euch mal angucken. Ja, den Rest ins Dorf gehe ich jetzt alleine. Vielleicht filme ich noch was. Ihr werdet es gleich sehen. Verabschiede ich mich von euch auch schon mal. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Euer Jörg. Tschüss.